Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Oh, da sieht man schon das schöne Feuerwerk im Hintergrund. Denn heute gibt es cooles Feuerwerk. Es sieht echt gut aus. Ja, wie man hier schon sieht, der Berg ist weg. Ich möchte einfach jetzt mal langsam mit der Insel wirklich anfangen. Und ja, das werde ich dann die Tage auch offscreen alles machen und sowas. Deshalb ist hier schon vieles sehr, sehr gut weggekommen und so. Aber heute geht es natürlich ums Feuerwerk. Oh, Moritz! Hey, ich habe hier was für dich. Etwas, das funkelt. Es ist eine Wunderkerze. Damit bist du Regisseur deiner eigenen kleinen Pyro-Show. Zünde sie ruhig an, falls sie mal der Sinn nach dramatischen Funkenregen steht. Oh, cool. So, als erstes reden wir mal mit Melinda. Das Feuerwerk hat angefangen. Schön, dass du da bist, Moritz. Für alle Besucher des heutigen Feuerwerks gibt es ein kleines Geschenk. Ah, was bekomme ich schon? Ich sehe es nicht, Ed ist im Weg. Mit dem Leuchtherzchenreif wirst du selbst dem Feuerwerk die Schau stehlen. Außerdem bist du damit so unübersehbar, dass du dich garantiert nicht im Dunkeln verläufst. Das sehen wir mal an hier. Kann man das ausrüsten? Ah, cool, das kann man... Oh, cool. Okay, aufgepasst und hergehört, das Ende ist nah. Und zwar das Ende eurer Langeweile, denn gleich hier in der Nähe gibt's Rainers turbulente Tombola. Jeder Griff ein Gewinn, jedes Los ein Lächeln. Zwei Schrittchen nur von hier bis zu eurem Traumgewinn. Bin ich verrückt geworden oder ist das mein Lieblingscousin? Wie geht's, Moritz? Aber genug Smalltalk, du bist sicher gespannt, was ich dir heute zu bieten habe. Ich verkaufe Lose, die dir den ganzen großen Gewinn bescheren können. Nur heute während des Feuerwerks. Okay, dann gib her. Wer will nochmal, wer hat noch nicht, macht zwei Schrittchen und spielt mit der Tombola. Ja. Achso, ich muss da dran gehen. Alle hergehört, alle mitgemacht. Hier steigt Rainers tolle Tombola. Bei Rainers Tombola kostet ein Los 500 Shillings und jedes Los gewinnt. Wer kann da schon ein sein? Ich mach mit. Vorzüglich, wunderprächtig. Dann steckt gleich das Hütchen in die Kiste und schnapp dir dein Los. Was mag es sein? Was winkt dir wohl? Gleich erfahren wir es. Schau her, die vier. Dafür bekommst du ein Seifenblasenset mit deinem Namen drauf. Glückwunsch. Oh, danke. Ja, gern doch. Wunderprächtig. So, dann zeig mal her, was wir jetzt bekommen. 10. Gelben Ballon. Oh, gelber Ballon ist auch cool. Ich weiß gar nicht, wie oft man, also wie viele Items es gibt. Also wahrscheinlich dann 10. Oh, 12. Es gibt sogar 12. Okay. Wir reden nochmal kurz mit Melinda. Und da gucken wir uns kurz das Feuerwerk mal an. Hallo Melinda. Ja, wie kann ich dir behilflich sein? Feuerwerkdesign. Oh, da bin ich aber gespannt. Zeigst du mir rasch dein Design? Bei ihr kann man nämlich Designs geben und die kommen dann in die Luft. Hier. Das. Dann das. Ah, ne, das ist gar nicht das. Egal. Hier unten war's. Das wollte ich nehmen. So. Was haben wir hier noch Schönes? Hier so eine süße Katze. Okay, das reicht erstmal. Fantastisch. Ich kann es kaum erwarten, eine kreative Schöpfung am Nachthimmel zu bewundern. Also gut, dann werde ich flugs alle nötigen Vorbereitungen treffen. Oh, ich bin gespannt. Okay, wir gehen mal zu Rainer Strand, weil da sieht man es wahrscheinlich am besten. Das Feuerwerk. Oder wir gehen einfach hier hin und gucken. Warte. Ah, wir gehen hier zum Strand. Okay. Batsch. Okay, das war's noch nicht. Manchmal dauert das wohl eine Minute, bis das alles geht. Oh Leute, ich habe außerdem extra für den Anlass heute, Hust, habe ich einen Schokokuchen gemacht. Ohne Milch und ohne Eier. Ich hatte keine Milch zu Hause mehr. Lecker. Naja, für euch jetzt hier kein Voressen. Dann kommt dann jemand eine schöne Designs. Nee. Okay, wir gehen nochmal zu Melinda schieren. Oh, das war groß. Das war groß. Pium. Das war's auch nicht, oder? Keine Ahnung. Nee. Melinda, was ist los?
Ich will nur quatschen. Mhm. Ach, da überkommt mich einfach die Dankbarkeit, okay. Hallo, Thomas, man darf wirklich nie wegschauen, sonst verpasst man vielleicht noch die dickste und schönste Rakete. Und blinzeln werde ich auch nicht, nie mehr. Na, oder eher die nächsten 10 Sekunden nicht. Ja. Oh Gott, das ist zu viel. Kuchen. Okay. Oh, da war was. Da, oh Gott, Leute. Oh mein Gott, es ist da, Leute. Es ist da, endlich. Okay, okay, das war's wieder. Okay, okay, warte. Wir stellen uns jetzt hier hin und dann kommt's irgendwann. Dann kommt es irgendwann. Ich weiß ein bisschen ab. Ja, oh, ich habe echt Hunger, Leute. Es tut mir leid. Hm. Oh, ist das schön. Jetzt noch die Wunderkerze hier. Oh. Fantastisch. Und die ist gleich schon leer. Hm. Wir haben auch noch hier die Seifenblasen. Oh, schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, können jetzt noch mal kurz die Raketen kommen vielleicht? Das war sehr, sehr schön. Hm. Okay, das dauert irgendwie sehr lange, finde ich. Bis dann die eigenen Designs kommen. Na? Nee, auch nicht. Aber das ist auch sehr schön. Das ist echt schön. Wow. Echt schön. Aber ich bin trotzdem, ja, also virtuelles Feuerwerk finde ich immer sehr, sehr schön, ja. Reales Feuerwerk können sie gerne unterlassen. Denn. Oh, ist das schön. Schaut euch das an. Das war cool. Weil, ne, das ist einfach, also ich finde es unnötig. Ich finde, wir brauchen das nicht. Viele machen, also manche machen ja jetzt auch schon diese mit. Gott, wie nennt man die denn jetzt hier? Mit Beamern, so eine Beamer-Show. Die ist auch richtig cool. Sowas fände ich auch ganz cool. Ja. Naja. So, das ist auf jeden Fall das Feuerwerk. Hier. Rainer kommt, glaube ich, 4-mal in diesem Monat. Deswegen denke ich. Oh, sollen wir nochmal 2 kaufen? Achso. Ach, ich muss ihn ja gar nicht ansprechen. Ich muss ja hier den Wagen hier ansprechen. So, Tombola. 500 Sternis, ich bin dabei. Oh, eine Tröte, cool. Das ist auch cool. Kommt, noch ein. Gib her. Ich erkundige mich dann auch morgen, was Rainer alles so geben kann. Windrädchen ist auch cool. Bis jetzt habe ich noch nichts doppelt bekommen. Also ich mache jetzt mal so lange, bis ich was doppelt bekommen habe. Aber vielleicht kriegt man doch alles. Blauen Ballon habe ich noch nicht, glaube ich. Ja, mach mal weiter hier. Thomas, du siehst oder gar nichts? Vom Rathaus. Oh, eine Fontäne. Eine Fontäne ist auch cool. Thomas sieht doch da gar nichts. Das Haus ist im Weg. Mann. So. Okay. Haben wir jetzt die 2? Ja. Jetzt müssen wir tatsächlich alles haben, ne? Müsste jetzt was doppelt kommen. Es sei denn, es gibt die 13 oder die 1. Die 1 hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Achso, den hatten wir auch noch nicht. Alter, wie alt er denn?
grüner Ballon. Naja, mach mal hier hin. Kann ich nicht direkt sagen? Alles bitte einmal. Okay, jetzt haben wir einen doppelten. Ach nee. Und 12 hatten wir, glaube ich, eh noch nicht. Okay. Da haben wir die 1. Hm. So, gibt's die 13 auch noch? Mal gucken, mal gucken. Ah, oh, nochmal 1. Okay, okay, das war's dann. Okay, cool. Sehr schön. Nee, lieber nicht. So, dann probieren wir hier mal das hier aus. Das interessiert mich. Oh. Wie benutzt man die denn? Hm. Tine ablegen. Blaue Wunderkerze ausrüsten. Die sieht so aus. Cool. Ich kann auch nichts machen währenddessen. Also Fotos kann man dann nicht schießen. Schade eigentlich. Der wartet einfach nur, bis das dann kaputt ist. Wie sieht denn der Fächer aus? Ah, oh, schön. Sehr schön. Ups. Wollte ich doch gar nicht. Ah, oh, Mann, ey. Wo ist denn das Inventar? Ich hab's vergessen, da. Ballon gelb. Wie sieht das aus? Ausrüsten. Cool. Hui. Ich habe auch gesehen, dass man ausrutschen kann. Aber es kann ein bisschen dauern. Und dann ist der Ballon weg. Okay, gut. Seifenblasen hatten wir schon. Die Tröte. Das hört mir über... Also das Geräusch ist ja lächerlich. Hört man ja fast gar nichts. Und Windrädchen. Sehr schön. Wow. Amazing, Leute. Amazing. Ich würde trotzdem wissen, was ich mit der Fontäne machen kann. Irgendwie nichts. Ich kann damit nichts machen. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, das hätten wir auf jeden Fall hier abgeschlossen, dieses Feuerwerks-Event. Dann gehen wir mal eben noch den neuen Bewohner des Museums wegbringen. Oh, wir haben Vollmond. Sehr schön. Komm mal mit hier, Kleiner. Komm mal mit. Hallo Eugen. Was bist du denn hier drin, ha? Ich hab was für dich. Und zwar ein Meeresstrudelwurm. Nanu, ganz klar, das ist ein Meeresstrudelwurm. Ich könnte Ihnen auch viel Spannendes erzählen zu diesem Meeresstrudelwurm. Sehr gerne, sehr gerne. Sie leben weder stets in Strudel noch stets im Meer. Aber wenigstens sind es Würmer. Würmer sind generell äußerst einfach gebaute Geschöpfe. Vermögen aber bisweilen Erstaunliches zu bewirken. So kann ein versehrtes Würmchen oft Teile seines Körpers schlicht von selbst wiederherstellen. Wow. Mit einem Strudelwurm zertrennt, so vermag jede Hälfte zu einem ganzen Geschöpf heranzuwachsen. What? Und noch mehr, bestimmte Vertreter dieser Spezies können sich sogar ganz schnittfrei vervielfachen. Lol, es würde die Museumsleitung enorm erleichtern. Könnte man einfach so weitere Eugens erzeugen, alles klar. Und das war's im Groben. Cool. Hab ich heute schon wieder was Neues dazugelernt, tatsächlich. Ne, passt schon. Ja, echt gut. Also wusste ich echt nicht. Sehr coole Information hier. So, wir gehen jetzt noch eben nach Hause. Ich habe die ganzen Blumen weggemacht, Leute. Das war Arbeit, Leute. Das war wirklich Arbeit. Die möchte ich niemandem zumuten, ey. Denn ich habe noch ein paar neue Muschelrezepte
bekommen. Die gehen wir uns mal eben kurz anschauen. Dauert nicht lang. Und zwar im Keller. Im Keller. So, guck mal, da sieht man sogar schon. Ich muss mir echt abgewöhnen, dass ich hier, während ich hier aufnehme, esse. Aber ich habe so Hunger. Und zwar ist dieser Seesternteppich fertig. Den habe ich bekommen. Ich finde, der ist sehr, sehr schön. Ich finde ihn schöner als die Muschel. Die Muschel ist aber auch schön. Das kann man auch dazu sagen. Ja gut, Leute. Dann puste ich hier noch einmal hier rein. Und das war's dann für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.